Wartet, ich bin gleich soweit. Jetzt. Oh nein, ist runtergefallen. Oh, nochmal. Ich sehe nichts mehr. Willkommen zu einer neuen Folge TGH. Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute mit der Frage nach Dominanz und Aggression bei Welpen. Los geht's. Also ich habe mir das so aufgeschrieben, Dominanz und Aggression beim Welpen. Ich kann mich tatsächlich an die genaue Frage nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass mehrere Fragen da waren, die in das Thema gingen, wann kann man das erkennen bei Welpen und wie kann man das erkennen und ja, all solche Geschichten. Und das hier wird ein sehr, sehr kurzes TGH, aber ein sehr wichtiges, weil es wichtig ist, dass ihr versteht, was da entwicklungstechnisch passiert. Es ist so, dass... Ach, guck mal. Ist ja gar nicht so dunkel. Es ist so, dass Dominanz und Aggression, oder anders, man kann sehr genau definieren, wann das erste Mal Aggression bei Welpen auftritt. Wann die Welpen das erste Mal anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, in Anführungsstrichen, und Ränkeleien stattfinden und das Ganze passiert. Aber das sind die ersten Gehversuche in dem Bereich. Das ist nichts anderes als soziales Lernen. Das ist wie Kinder, wie Brüder oder Geschwister, die sich mal in die Wolle kriegen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Das ist völlig normal. Die ersten aggressiven Handlungen, wirklich die allerersten, fangen, ich müsste jetzt nochmal in die Bücher gucken, fangen, glaube ich, bei 5 Wochen an. Aber das sind wirklich nur unter Geschwistern, so ein bisschen, jetzt mein Spielzeug, nein, ich will an die Zitze, aber das ist noch nicht viel. Und ganz oft wird die Mutterhündin, wenn sie da nicht völlig überfordert mit ist, sogar tatsächlich da im Zweifel eingreifen, wenn das zu viel wird. Aber das sind die ersten Gehversuche. Wenn ihr euren Welpen kriegt, habt ihr da also sowieso nichts mehr zu kamellen. Ja, da könnt ihr zu den ersten paar Wochen könnt ihr nichts machen. Ihr kriegt den Welpen mit 8, 9, 10 Wochen und dann ist er ein paar Wochen bei euch. Und dann macht ihr euch Gedanken darüber, ob der vielleicht aggressiv oder dominant werden könnte. Wir schieben das Wort Dominanz mal komplett auf die Seite, weil die meisten von euch das Falsche damit verbinden. Also das ist zumindest mein Erfahrungsschatz. Mit dem Wort Dominanz haben alle eher so diesen negativen Beigeschmack. Ja, wenn man sagt, das ist aber ein dominanter Hundetrainer, haben alle gleich Cesar Millan im Kopf und all solche Geschichten. Wir lassen Dominanz weg, darum geht es jetzt gar nicht. Wir reden nur noch über Aggression, das ist jetzt viel wichtiger. Aggression entwickelt sich bei dem Welpen, den ihr bekommt, erst viel später. Ja? Also die ersten aggressiven Handlungen tatsächlich nach außen hinweg fangen ab dem 5. Monat an. Das ist natürlich bei kleinen Hunden ein bisschen anders als bei großen. Ne? Die einen sind ein bisschen früher, die anderen später. Aber peilt mal so den 5. Monat an. Dann fängt es an, dass die krawitzig werden. In der Regel. Es gibt schon Welpen, auch im Welpenkurs, die schon im Welpenkurs so ein bisschen giftig werden. Die für Kleinigkeiten, weil da irgendwie ein Bällchen liegt oder ein Leckerchen in der Nähe ist, die für Kleinigkeiten andere Welpen schon angehen und abschnappen und so. Das sind meistens die Welpen, die mit dieser Aggressionstaktik in der Wurfkiste ganz gut klargekommen sind, weil die Elterntiere nicht eingegriffen haben. Ja? Oder aber die einfach wenig Möglichkeit hatten, das zu üben, weil sie alleine aufgewachsen sind. So Leerwelpen sind ein großes Problem. Die haben damit oft Probleme. Oder weil sie halt vielleicht nur ein oder zwei Geschwisterchen hatten und das dann super harmoniert hat. Da gab es halt nie Köpfe aufeinander. Wenn ich solche Welpen im Welpenkurs habe, die da schon so krawitzig werden, dann ist das eine andere Sache. Da müsste ich mal gucken, dass ich mal wirklich so einen Welpen habe, dass wir da mal ein spezifisches Video drüber machen. Aber dann kann man das ganz gut in den Griff kriegen. Da würde ich immer erst versuchen, nett mit umzugehen und zu desensibilisieren. Als Beispiel, euer Welpe hat was zu kauen, dann wollt ihr versuchen, ihn zu streicheln.
Ja, dass er sich dran gewöhnt. Ganz leicht hinten am Po und der kaut vorne was. Ja, auch wenn der das doof findet. Erstmal sagt, lass mich. Aber wenn er mehr nicht macht, dann ist es schon mal okay. Aber wenn der nach hinten schnappt, dann müsst ihr ihn auch mal bereit sein zu korrigieren. Ich versuche dazu ein Video zu machen. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz schwierig. Das ist jetzt erstmal nur angerissen. Im Regelfall, ich würde sagen, 90% der Welpen sind aber nicht so. 90% der Welpen sind sehr sauber mit anderen, was das Thema Aggression angeht. Das kommt erst später. Das kommt ab 5-6 Monaten, wie gerade schon gesagt, weil die dann erst anfangen, so in die Pubertät zu rutschen. Kinder untereinander kriegen sich zweimal in die Kiste, in die Wolle. Die streiten sich mal, die zanken mal, dann heult mal einer. Aber das ist noch nicht wirklich Aggression. Ja, das passiert erst später. Und ihr habt also keine Chance, ihr habt wirklich keine Chance, bei eurem Welpen zu erkennen, ob der später aggressiv wird. Es sei denn, der zeigt das wirklich ganz, 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 ganz vehement. In den allermeisten Fällen, wo Menschen sagen, der ist aber so aggressiv mir gegenüber, ist der einfach nur nicht erzogen. Wisst ihr, was den meisten Welpen fehlt, damit die dieses Aggressionspotenzial nicht ausleben? Grenzen. Erziehung. Das heißt, wenn euer Welpe blöd wird, dann versucht er ein, zwei, dreimal gut mit umzugehen und nett zu sein und zu sagen, hey, du musst nicht blöd werden, guck mal, ist alles gut. Wenn er nochmal blöd wird und euch nochmal in die Finger hackt, dann dürft ihr dem auch mal kurz in die Nase zwicken oder in Po oder mal am Öhrchen ziehen. Dann darf der auch mal ruhig merken, dass es so nicht geht. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Denn in den meisten Fällen ist das, was Menschen oder was Hundehalter bei mir im Welpenkurs als Aggression titulieren, gar keine Aggression, sondern eher so Grenzenlosigkeit, fehlende Erziehungspunkte, fehlendes Kontra. Auch mal Gegenwind kriegen ist wichtig, gerade wenn die so jung sind, weil dann ist es viel einfacher. Ja? Wenn ich ein dreijähriges Kind in Anführungsstrichen bestrafen will, kann ich das viel netter machen. Kann ich sagen, du bist aber ein böser Junge. Ja, bei einem 15-Jährigen machst du mit, du bist aber ein böser Junge, nichts mehr. Und das müsst ihr euch vor Augen halten. Wenn die jung sind, lieber ein, zwei, dreimal sagen, hey, aua, das machst du nicht nochmal, das tut weh. Und dann macht ihr nett mit allem weiter, was geht. Ja, als dass ihr irgendwie mit 10, 12 Monaten ein ernsthaftes Problem habt, weil er 35 Kilo wiegt. Also Aggression beim Welpen zu erkennen, habt ihr keine Chance. Und jetzt kommt das große Aber. Aber, wenn ihr die Elterntiere kennt, habt ihr eine Tendenz, wo es hingeht. 80% des Verhaltens kommt von der Mutter und nur 20% gibt tatsächlich der Vater weiter. Ja? Weil der in der Regel beim Wurf nicht dabei ist. Wenn die dabei bleiben, wenn das wirklich so eine Zucht ist, wo die Väter auch noch mit involviert sind, also die Rüden, dann gibt der mehr weiter. Aber ansonsten macht er nur hier Schießi, Bumsi, Api, weg und den Rest macht Mutti. Ja? Und die gibt halt genetisch sehr viel weiter, weil da wachsen die Welpen drin. Und die gibt aber auch verhaltenstechnisch viel weiter. Wenn die gut drauf ist, wenn die sauber ist, wenn die klar ist, wenn die nicht aggressiv ist, wenn die ausgeglichen ist, habt ihr eine große Chance, dass euer Welpe auch so wird. Wenn die allerdings schon Probleme hat mit Aggressionsverhalten, dann habt ihr auch eine große Chance, dass euer Welpe auch so wird. Das kennt man aus der Vergangenheit so ein bisschen, die Cockerwut. Ja? Man hat immer wieder Hunderassen, das gibt es bis heute noch, die zu erhöhter Aggression neigen, weil einfach in der Zucht sich immer wieder so ein aggressiver Hund mit eingepaart hat und es waren immer aggressivere Hunde und immer aggressivere Hunde, immer aggressivere Hunde und irgendwann gab es nur noch rote Cockerspaniel, die grundlos auf alles losgegangen sind. Das war halt die Cockerwut damals und so hat es angefangen. Und deshalb gibt es gewisse Hunderassen, die so eine Tendenz haben, eher offensiv-aggressiv zu reagieren. Der Rottweiler, die Listenhunde. Ja? Nicht, dass die gefährlicher sind, aber die haben halt eher die Tendenz dahin, weil es oft auch in der Zucht drin steckt. Macht euch klar, ihr könnt es an dem Welpen wahrscheinlich nicht erkennen, ja, es sei denn, es ist eine sehr harte Geschichte, dann aber bitte geht zu einem Fachmann. Geht zu jemandem, der euch wirklich sagen kann, ist ein Problem oder ist kein Problem. Und es gibt ganz viele Sachen, wo ein guter Hundetrainer sagen wird, ach, guck mal, machst du einmal so, Pixi, dann ist das Thema durch. Und ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die Elterntiere anzuschauen und viel mit denen zu verbringen, viel Zeit mit denen zu verbringen und das ist ein ausgeglichener Hund, dann wird eurer wahrscheinlich auch so. Das war jetzt sehr vage, das TGH, ich weiß das, aber da kann ich wirklich kaum was, es ist schwer, da Fleisch an die Knochen zu kriegen in dem Thema, weil das wirklich, es ist schon sehr individuell und halt auch ohne tatsächlich Beispiele ganz schwer zu zeigen, wo ist das aggressiv und wo ist das einfach nur normales Erziehungspotenzial. Wenn ich mal so einen Welpen habe, verspreche ich euch hoch und heilig, dann mache ich mal dazu ein Video, dass ihr das mal seht, wo ich sage, das sieht jetzt fies aus, aber das ist gar nicht so fies, ich zeige euch das. Aber da muss ich den passenden Welpen für haben. So. Apropos Welpen, 10 Minuten noch, los geht's. Tschüss.